Nützliche Ausdrücke zur Problemlösung. Mündliche Prüfung, Teil 3. Noch mehr finden Sie in meiner Website. deutschthemen.blogspot.com. Also, wir haben die folgende Aufgabe. Also, wir sollen ein zweitägiges Programm organisieren. Was denkst du, was sollten wir zuerst machen? Organisieren? Was schlagst du vor? Zuerst mussten wir entscheiden, besprechen, wo, was, wann. Ich habe folgende Ideen. Wir könnten vielleicht mit Zuerst könnte man Ich finde diese Idee nicht so gut. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich meine, das ist eine gute Idee. Ich meine, das ist keine schlechte Idee. Das hört sich gut an. Das wäre bestimmt interessant. Ja, das können wir machen. Warum denn nicht? Ich denke, wir sollten lieber Ich würde lieber Was denkst du? Bist du damit einverstanden? Wie wäre es, wenn Was sagst du dazu? Du weißt ja, dass In Ordnung. Selbstverständlich, das übernehme ich gern. Kein Problem, ich mach das. Es ist für mich kein Problem. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht machen.
Ich würde das gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Ich habe viel zu tun. Ich verstehe davon gar nicht. Ich weiß es nicht. So viel kann ich nicht übernehmen. Das ist zu viel für mich. Es fällt mir schwer. Für mich ist es nicht leicht. Womit sollten wir anfangen? Was brauchen wir noch? Was müssen wir noch erledigen? Was denkst du, haben wir etwas vergessen? Was denkst du, haben wir alles erledigt? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wer kauft, wer besorgt, wer erledigt, wer reserviert. Haben wir an alles gedacht? Wenn dir noch etwas einfällt, ruf mich bitte an. Ich denke, wir könnten uns noch einmal treffen, um noch einmal alles zu besprechen. Etwas ist mir eingefallen. Vielleicht könnten wir bei einer Tasse Tee oder bei einem Glas Wein noch einmal alles besprechen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir sollen. Wie wäre mit einem? Das ist auch eine gute Idee, aber einverstanden. Ich bin ganz anderer Meinung. Deine Idee finde ich nicht schlecht. Das muss ich ablehnen. Das überzeugt mich überhaupt nicht. Gut, dann machen wir das so. Ich bin davon überzeugt, dass wir können ja Folgendes machen.
Und wie würde der zweite Tag aussehen? Wie findest du meine Idee, meinen Vorschlag? Hast du einen Vorschlag? Bleiben wir lieber bei meiner Idee. Ich an deiner Stelle Es ist ja toll, dass wir alles besprochen haben. Ich freue mich, dass wir alles besprechen konnten. Die Aufgaben besprechen, die Aufgaben aufteilen, die Aufgaben übernehmen, die Aufgaben erledigen. Etwas besorgen, kaufen, einkaufen.